Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Yoshi's Woolly World. In der letzten Episode haben wir alle Welten mehr oder weniger komplettiert, also wir haben alle Blumen und alle Wolleknubbel geholt, die uns gefehlt haben. Und heute wollen wir mal gucken, wie weit wir mit den Bonuswelten kommen, Perplex in der Pyramide. Denn das ist also das, was uns noch fehlt in diesem Projekt, ne? Ja, ich mach das jetzt nicht alles auf Sternchen, das, nee. So, wir nehmen natürlich wieder... Das hier ist viel praktischer für so Level. Also, das heißt, das Projekt ist auch bald vorbei, ne? Ich muss sagen, es war ein spannendes Projekt und gutes Level. Wer meint, das Level sei leicht? Okay, na gut. Die Musik ist hübsch. Erinnert mich ein kleines bisschen an Ape Escape. Ah, Ape Escape. Das waren noch gute Zeiten. Na, wer erinnert sich noch an die Projekte? Okay. Boinks. Ja, da lande ich doch sicher auf den Stacheln. Halt schon, da oben ist ja was. Haha, da ist die Blume Nummer 1. Sieht einfach richtig fett. Zielen können? Nee. Das sind ja überall Killernieten, ne? Okay, gut. Bitte schieß mich nicht irgendwo hin, wo ich in Stacheln. Ah! Falle. Boom, Baby. Jetzt einfach nur darüber fahren. Stimmt, ich habe meine Einsammelsache nicht. Verdammt. Oh. Okay, das wird lustig. Das wird lustig, aber... Wir schaffen das schon. Na komm. Kein Kommentar, bitte. Das war nämlich sehr lame. Meistens spiele ich besser als so. Nein! Ich muss das Ding auffangen. Okay. Okay, gut. Jetzt haben wir den Wolleknubbel. Sollte jetzt eigentlich nicht so... Oh, schwer sein, das zu schaffen. Okay. Okay. Hab dich! Aber ich hatte den Panzer! Ich glaube, das Level könnte ein bisschen dauern. Ich glaube, ich mache diese auch echt so. Wenn die Level länger sind, mache ich einfach ein Level pro Episode und so. Das haben wir dann schön gelöst. Ja, mit der Blume. Oh, ach so, die bleibt da oben. Okay. Gut zu wissen. Stimmt, und das Ding markiert mir ja, welche Perlen ja glänzig sind und die Trickanstecker in sich haben. Ja, die haben richtig was in sich. Ohoho. Komm her. Knapp. Aber ich glaube, ich hab's raus. Ah, das wird schon, Leute, das wird schon. Nur nicht die Hoffnung verlieren. Im Englischen kann man so einen schönen Wortwitz machen. Wenn man Hope aus Final Fantasy 13 kennt. Don't lose hope. Oder don't lose faith. Where is it? Schnell! Boosha! Na, Leute, na. Das war doch richtig skilliger Skill. Na gut, ein bisschen schlecht war es schon, aber... Hey, wir haben es geschafft, ne? That's all that matters. Vielen Dank, Spiel. Und es ist... Blume Nummer 2. Hätte ich da jetzt geguckt, ob irgendwas über dem Ding drauf ist? Bezweifle ich eigentlich. Ich kenne mich. So. Ich muss sagen, wenigstens ist die Musik funky. Hat schon schön Flow. Yeah, ein funky Flow. So. Nein, kein funky Flow eben. Bitte. Jetzt keine Biologie. Das muss ich nicht. Vor allem keine Pflanzenbiologie. Die ist jetzt nicht so. Wie süß. Ist jetzt nicht so interessant. Gibt Besseres.
So, Nummer 2. Sehr gut. Oh, vielleicht kriegen wir hier einen Mumien-Yoshi. Hey, das wär's doch. Okay, das hier ist scheinbar der Schalterschlamassel. Hm. Da kommt eine Blume hin. Und hier oben ist ein Haufen Herzchens, aber... Halt, Moment mal. Muss ich den da reinboxen? Oh, ich glaube, ich hätte den einfach mit so einem Wolleteil reindingseln müssen. Na gut. Dann resetten wir einfach seine Position. Das wird schon. Oh. Well, shit. Vorbei. Geht doch. Muss ich den eigentlich mitnehmen? Ich glaube, ich muss ihn mitnehmen. Damit ich ihn da ständig irgendwie hineinboxen kann. Ja, weil einen Panzer kriegen wir hier nicht, ne? Zurück mit dir! So. Und rein da. Na komm, spring! Spring! Komm schon! Los! Sehr gut. Na geht doch, wir müssen einfach nur Teamwork beweisen, du Kollege. Ich darf dich nicht in die Stacheln fallen lassen. Okay, beeil dich. Los, 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 los. Nein! Ich muss sagen, ich mag das Level-Design. Das ist ein bisschen anstrengend, aber ich mag's. Ich hab das hier sowieso bei den Credits, als die gerollt sind, gesagt. Aber ich liebe es, dass jedes Level echt irgendwas Eigenes hat. Das ist echt... Hell amazing. Ja, Hell Amazing wird nicht einfach so verwendet. Es wird nur für richtig cooles Zeugs verwendet. Glaubt mir niemand. Nein! Well, shit. Na gut, ich muss da wohl ein bisschen mehr Feingefühl beweisen. Schön. Ich und Feingefühl, ja. Diejenigen, die am liebsten zweihändige Waffen benutzen, spielen. Na komm! So. Na gut. Boxen wir dich runter. Das ist ein bisschen unglücklich. Unser... Na, verdammt. Richtig unglücklich. Richtig unglücklich. Muss ich das... Oh. Ich glaube, wir werden wirklich ein bisschen länger hier drin sein. Ist ja nicht meine Schuld, wenn er so unglücklich gelandet ist. So. Danke für das Geschenk. Boinks. Und boinks. Ah. Na, kommt schon. Einfach nicht die Hoffnung verlieren. Das wird sich alles schon regeln. Wäre das jetzt nicht aufgetaucht, hätte ich mir Sorgen gemacht. Haha. Schnell, schnell, schnell. Büscher. Seht ihr, ich habe den Dreh, habe ich raus. Weil, na, Dreh, weil das eine Teil in der Mitte sich da gedreht hat, wenn man springt. Ja, das ist mir erst im Nachhinein angekommen. Ah, ich bin ein so unerkanntes Genie, dass ich es selbst nicht erkenne. So, hier kann mich nichts umbringen. Hier kann ich mir ein bisschen sarkastisch selbst loben. So. Ah, da unten ist sogar gezeichnet, was ich hier benutzen muss. Wie zum Teufel soll ich den Kollegen da hochboxen? Das könnte doch lustig werden. Wenigstens ist die Musik echt so... Von wegen... Gib nicht auf, Yoshi! Das schaffst du! Muss einfach der yoshihafteste Yoshi sein, der jemals yoshihaft war. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube manchmal... Nein, Yoshi, du sollst springen, du! Ich hasse es, wenn was passiert, ne? Das ist jetzt nicht mein Verschulden. Yoshi wird nicht springen.
Wir sind halt S-Level, ne? S für super. Super. Ja, super. Super schwer. Ne? Was war das denn? So. Und rüberspringen. Das Ding mitnehmen. Und. Zack. So. Und. Zack. Zack. Seht ihr? Und schon haben wir den Kniff. Komm her. Raus. Ah, jetzt muss ich nur da zum Dingsbums hin. Wie hießen die Typen? Spike? Nee, die hieß noch nicht Spike. Oder? Die hat noch irgendwie einen lustigen Namen. Hm. Also da, was mit den Credits und so ist auch etwas nur länger her. Also, entschuldigt, wenn ich einige Dinge nicht mehr weiß. Oder mich einfach nicht mehr dran erinnere. Ist ja eher der Fall. Heute hat es so gut geklappt. So geht doch. Meine Herren. Zack. Und zack. Dich boxe ich schon mal da weg, damit ich die Herzchen kriegen kann. Ohne da großen Stress zu haben. Okay. So, Kumpel. Weiter mit dir. Stimmt, die Blume geht ja auch weg. Verdammt mich nochmal. Na, das gibt's doch nicht. Hm. Mal weg. Verdammt. Ich will das jetzt eigentlich nicht unbedingt schaffen. Wow. Okay, da muss ich ihn runterboxen. Aber kann ich wenigstens die Blume holen. Ich stelle mich heute auch an. Es ist keine Abendaufnahme, nur falls ihr meint. Der macht doch keine Abendaufnahmen, wenn du weißt, dass es meistens nicht gut geht. Ist keine. Es ist 2 Uhr nachmittags. Los, weg mit dir. Zack. 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 Und schon. Voll den Flow jetzt. Jetzt hat's klappt. Jetzt wird alles gut gehen. Komm schon. Los. Sehr gut. Seht ihr, das nennt man Teamwork, Leute. Das nennt man Teamwork. Ja? Na komm. Nennt man kein Teamwork, sondern einen Fall in den Tod. Zusammen. Schön. Ich dachte, die gestrige Aufnahme wäre langatmig gewesen. Na gut, vielleicht mache ich da wieder einfach 20 Minuten, falls ich nicht viel zu lang brauche. Hui. So, her damit. Auf ein weiteres Mal. Um Daffy Duck zu zitieren. Na, wer von euch erinnert sich noch an Let's Play Sheepdog Wolf? Ich glaube, das war mein zweites Projekt damals. Boah, ist das lange her. Und zwar richtig lange. Keine Angst, ich habe die Blume nicht vergessen. Wie könnte ich eine Blume vergessen? Wenigstens dauert der erste Part hier nicht lang. Ne? Das ist ja das Wichtigste. So. Hier mit der Blume. Und weiter geht's. Ich muss einfach so reinrollen, dass der nicht mehr rausfällt. Dann haben wir's. Dann haben wir's, Leute. Na? Und zack. So, ein bisschen still sein, um sich konzentrieren zu dürfen. Zu können.
Ja, ihr kennt das ja. Ihr kennt das ja. So, man muss ja richtig schön abpassen, wenn er in die Luft springt, dass man da auch richtig das Richtige trifft. Und so, ne? Wir wissen ja, wie das so ist. Okay. Wow, nein! Tis unfortunate. Tis very unfortunate. Hm. Du Krümel, du. Weichen bitte nicht meiner Munition aus. Nein! Ich glaube, das läuft heute nicht unbedingt toll. Na komm. Spring hoch. Nein! Das läuft heute nicht so, hm? Ja, jetzt machen wir nur noch die S-Level, dann ist das Projekt beendet. Ja, ja, das ist ja überhaupt nicht schwer. Nö, nö, hab ich nie erwartet. Aber dass hier keinen Checkpoint machen, das ist ein bisschen doch nervig. Was, wer war das denn? Hoppla. Ich glaube, hier hat sich jemand eingeschlichen. Jemand Besserwisserisches. Besserwisserisches. Ja doch. Aber das wird schon, Leute, das wird schon. Ich habe genug Pickups, um den ganzen Tag durchzuhalten. Ich habe noch einen Pickup. Das ist nicht unbedingt genug. Na gut. Man braucht aber nicht jeden Tag ein Pickup. Versteht ihr? To fix somebody up, right? Make him feel better. Habe ich jetzt? Ja. Naja, der war vielleicht nicht so toll, aber es ist der Gedanke, der zählt, nicht wahr? Es ist der Gedanke, der zählt. So. Und Blümchen eingesammelt. Bei 17 Minuten, wir haben noch gar nichts erreicht. Das gibt's doch nicht. Ich fühle mich wie damals bei der Geistertanzstunde. Das war übel. Auch Schiebdoggenhof. Oh, Skillshot. Okay. Ich hatte da hätte ich offscreen fast eine Stunde gebraucht, ne? Weil ich habe den Tag leider nicht im Blut wie andere Leute. Ach ja. Es ist doch nicht schön, seinen Tag im Blut zu haben. Musiker zu sein. Ach ja. Na gut, aber dafür kann ich wenigstens Videospiele spielen und zeichnen. Mhm. Das sind auch zwei Dinge, wobei, ja gut. Eins davon ist ja nicht so praktisch, aber das andere in unserer heutigen Society. Ich kann Dinge, die mir nicht unbedingt viel bringen. Toll, gut. Gut, dass wir das auch diskutiert haben jetzt. Du Hund. Ach, sowas nicht. Oh nein. Er fällt runter, oder? Nö, er fällt nicht runter. He's living on the edge, so to say. Jumping up and down. Was nicht unbedingt sicher ist, Kumpel. Ja? Das Böse ist, falls wir es schaffen, hier ihn zu... Dann doch mal. Treffen. Werden wir ihn nur einschließen am Ende dort beim Schalter. Ja? Na gut. Tut mir leid, ein Kollege ist, der hat Ferien. Ja? Hat sich ein bisschen nicht so toll gefühlt. Da haben wir ihn ein bisschen eskortiert und so. Ja. Das Problem kennen wir ja, ne? Ach ja, ich lüge hier einen Stachy an, was seinen Kollegen angeht. Das ist doch ein neuer Low. Ja? Ja? So. Okay, sehr gut. Puh. Ich muss ihn doch mit Schlecken da irgendwie reinboxen, ne? Okay. Okay. Das haben wir. Habe ich genug Munition, doch? Lieber nochmal restocken und jetzt. Jetzt geht die Post ab. Ja? Ja? Na komm. Na komm. Well, shit. Das kann ich noch korrigieren. Haha. Did you see that? Did you see that? Richtiger Skill war das.
Nichts anderes als pure. Okay, das war Glück. Na gut, das war Glück. Ich geb's ja zu. Ich will Fortuna ja auch nicht. Das Leben schwer machen. Es ist einfach so. Okay, und bitte jetzt ein Checkpoint hinter dieser Tür. Das war ein bisschen anstrengend. Checkpoint, please. Oh, are you shitting me? Kein Checkpoint für mich? Na gut. Aber ich würde mal sagen, wir werden in der nächsten Episode hier weitermachen, denn wir sind bei 20 Minuten angelangt und, das könnte sich noch ein bisschen ziehen. Also, ich danke euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.